Freunde, ich zeige euch jetzt das erste Apartment. What's up, man? I have a gym in my apartment. Ooh, shit. God damn. Look who we got here. Angeles, what's going on? Let me, we walk by. I'm a gangster. I'm a good video gangster. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Also nur damit ihr wisst, Freunde, das Apartment wird mir jetzt der gleiche Bruder zeigen, der mir auch das Apartment in Tulum vermietet hat, Digga. Und ich habe ihm jetzt gerade schon geschrieben, so, weil wir ja schon tausendmal Kontakt hatten wegen Construction. Ich so, hey Bro, you wanna move me to the next construction? And then he say, da hat er gesagt, I promise you, on this side where your apartment is no noise. Also wir bleiben weiter gespannt, Freunde, wir bleiben drin. Alright, das ist der Flur hier, Freunde. Ich zeige euch jetzt das erste Apartment. Boom. Und zwar kommt man hier rein. Auf der linken Seite sofort das kleine Toilettchen. Badezimmer. Regendusche. Es ist alles relativ eng hier. Aber die Aufteilung gefällt mir sehr gut eigentlich. Also du hast hier Schlafzimmer. Kleiderschrank. Safe, fetten Fernseher, Bett und dann hast du hier so eine Tür. Das ist natürlich richtig geil. Die kannst du hier aufmachen. Boom, und dann kommst du hier quasi ins Wohnzimmer. Und der Spiegel ist übernice. What's up, man? Genau, das ist das Wohnzimmer. Kitchen. I like the fridge. It's big. Yeah. Mine in Tulum now is like this. Yeah, this is a real fridge, no? Yeah. Like American style. Yeah. A lot of beers. No, I don't drink so much beer. I'm German. No, I have to normally because I'm German, but I don't like beer. It's too weird. Hmm? It's too weird, man. Yeah, it's weird, yeah. You been there? No. No? Okay. I have a friend. Yeah. From Germany. Yeah. They drink a lot of beer. You also know Rodolf, no? Rodolfo? It's the same name for me, but... His wife is German, no? Because he speaks German. Yeah, I was at the, I was looking at the apartment, he speaks German with me. Yeah. The first Mexican guy I saw speaks German. Ah, das ist der Innenhof hier. Der Innenhof sieht natürlich richtig krass aus, Digga. Boah, das ist auf jeden Fall schon fast Berlin-Vibes, Freunde. Und ich muss sagen, irgendwie habe ich auch mal Bock, Digga, auf mal wieder sowas, so eine schöne Wohnung, weißt du, wie ich meine so? Geil, Digga. Oha. Bruder, das ist brutal. Aber die Jungs hier. Die sind natürlich auch am Start wieder. Die verfolgen mich, glaube ich, überall. Alright, wir sehen uns gleich mit der nächsten Wohnung. Im zweiten Apartment angekommen. Hier kommt man rein. Die Einrichtung ist richtig schön gemütlich. Also es sieht auf jeden Fall süß aus. Kommst hier rein, hast hier direkt die Küche, Kühlschrank, Fernseher, Wohnzimmer. Was mich jetzt persönlich ein bisschen stört, ist auf jeden Fall, wenn du hier rausgehst, hast du hier die ganze Nachbarschaft quasi, wenn ich hier nackt liegen würde, auf dem Lovelock seinen Jaro am gucken. Das ist ein bisschen Stier. Das ist echt schwer, Digga. Also ich würde mir am liebsten eine Kombination aus den beiden Apartments nehmen. Also wenn man die kombinieren würde, die beiden Apartments, dann wäre es richtig geil. Okay, das ist das Schlafzimmer mit King-Size-Bett. Das Bett ist mega geil, Digga. Also das Schlafzimmer und das Badezimmer gefällt mir hier deutlich besser. Hat Vor- und Nachteile. Hier ist der Kleiderschrank. Und jetzt kommt das Badezimmer ist überfresh, Digga. Boom. Digga, was ein Spiegel, Bro. Und die Dusche, Bruder, da drin kann ich Yoga machen, jo. Perfekto, das ist das Apartment. YouTube, Bro. That's why I'm doing the vlog here right now. See? See? Oh shit. That's a gym. Okay, crazy. Okay, that's nice, Bro. I have a gym in my apartment. Ooh, the view. Crazy. Mm-hmm. Because you got everything. Yeah.
Yeah. It's not a small gym. It's a good gym. But the view is so crazy, bro. Damn. Are this for the kids, no? Yeah, for the kids. Do you have kids? Not yet, bro. But I'm, but I'm working on it. Yeah, kind of. Hola. Oh shit. God damn. Yeah, the rooftop is really nice, bro. Wow. Is a bar? Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild, meine lieben Freunde. Man muss dazu sagen, hier zahle ich auf jeden Fall 5000 Peso mehr als in Tulum. Das ist eigentlich nicht normal, weil Playa del Carmen ist deutlich günstiger. Aber für das Apartment hier würde ich in Tulum wahrscheinlich um die 2000 bezahlen. Deswegen, also USD. Deswegen ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, kriegst du sowas in Tulum auf keinen Fall. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet, Freunde. Hier ist der Bar, hola. How far is it to the ocean, bro? From here, like 5 minutes. 5 minutes? Yes, Freunde, das war es jetzt gewesen mit dem Videoblog hier in Playa del Carmen. Wir haben uns ein paar Wohnungen reingezogen. Ja, Digi, es sind gemischte Gefühle auf jeden Fall. Es gibt ein paar Vorteile bei den Wohnungen, es gibt ein paar Nachteile. Ich bin selber noch nicht richtig entschlossen. Ich habe ja 2 Videos jetzt gemacht, einmal für euch, aber ich werde mir die selber nochmal zu Hause angucken und mich dann entscheiden. So. Eine Seite von meinem Herz sagt, Bro, wäre schon geil, so ein bisschen stadtmäßige Vibes, Berlin, dies, das. Du kannst hier shoppen, du kannst hier rausgehen. Könnte für die Videoblogs auch geil sein. Und auch für mich so einfach, weil ich bin ja schon so ein Großstadtjunge. Berlin hat mir extrem gut gefallen. Look who we got here. Angeles, what's going on? Tell me, you want to fight, no? No. Tell the story you told me. Tell them. No, a Mexican dude insult me because I'm vegan and I don't like to get the animals out of the jungle. And he wanted you to make a picture of him with a lion, no? Yeah, and I told you, that's bad. That's not good for the lion. Yeah. And he insulted my body and he said he was awful. And then we walked by, then you met me, we walked by. And I'm a gangster. I'm a cute little gangster. I told you. I show you right now. So you live in Playa too now, no? Yeah. Yeah. I really like Playa. Really? Yeah. She's the reason why I want to move too. No, but you told me like the next guy, the next day you told me, I want to move to Playa too, and that was for me. It's like a small sign. Maybe, yeah, of course. Maybe I have to come here. Ah, here I bought my shoes last time. Little Miami. Little Miami, yeah. Yeah. Ja, vielleicht gebe ich mir auch einfach mal einen Monat und guck dann, wenn es mir nicht gefällt, dass ich wieder zurückgehe oder so. Wäre auch nicht so verkehrt. Ja, lass mich noch ein bisschen drüber nachdenken. Schreibt gerne hier in die Kommentare mal rein, wie ihr das so fandet jetzt hier. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und schreibt auch gerne nochmal Hashtag Tulum in die Kommentare, wenn ihr meine Wohnung in Tulum nochmal sehen wollt, bevor ich da ausziehe. Yes, vergesst nicht, bleibt so wie ihr seid. Lasst euch nicht unterkriegen, verfolgt eure Ziele, eure Träume und bleibt positiv. Peace. Ich bin der Highest im Club, bestell mir noch ein Glas, ja sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Körper.